Das bestreitet ja auch niemand, den Klimawandel. Es ist halt nur so, die Erde, das Klima auf der Erde hat sich schon immer gewandelt. Schon immer. Ganz normal. Von Beginn an. Ja, wir hatten vor ein paar hundert Jahren hier noch eine kleine Eiszeit. Also was ist das verrückt daran? Ja? Und diese ständige Angstmacherei, das ist so fürchterlich geworden. Egal, was es ist. Ich kann dir in meinem Leben, ich bin jetzt 55 Jahre alt, ich glaube, ich bräuchte eine halbe Stunde mindestens, um diese ganze Hysterien aufzuzählen, die ich schon in meinem Leben erlebt habe. Kanzler Scholz hat im Jahr 2023 den Doppelwumms vermelden lassen. Jetzt kommt aber raus, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,3% in 2023 gefallen ist. Es steht ein ganzes Land auf. Landwirte fahren in Kolonne nach Berlin, um für die Inhalte, für die Werte einzustehen, die eigentlich das gesamte Land bewegen sollten. Das stellt mich eigentlich vor die Frage, wo kommt das eigentlich her? Denn wir haben eine Politik gewählt, die ja seit einiger Zeit an der Macht ist und die nach eigenen Aussagen das relativ gut macht. Die wirtschaftliche Leistung sinkt. Die Stimmungslage gibt aber auch gleichzeitig wieder, dass, wenn heute neu gewählt werden würde, dass das so in dieser Form nicht mehr passieren würde. Und deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der zu dem Thema sehr, sehr viel beitragen kann. Es geht heute viel um das Thema Politik. Es ist deswegen so wichtig, weil es großen Einfluss auf die Wirtschaft hat. Helmut Reinhardt von der Werteunion und von Politik Spezial hat da einiges für uns mitgebracht. Lieber Helmut, schön, dass du heute da bist. Ja, Florian, danke für die Einladung. Ja. Hallo. Helmut, also vielleicht vorneweg, ne, wir haben ja da immer dieses Stimmungsbarometer, das gerade so zeigt, was wird gewählt und in welcher Intensität, mit welchen Prozentpunkten. Da gibt es heute Parteien, die signifikant nach vorne gekommen sind und Parteien, die in der Regierung sind, die es nicht mehr über diese sogenannte 5%-Hürde schaffen würden. Wie kommt es, wenn doch Scholz sagt, es ist alles gut im Land? Ja, Florian, bundesweit würden die ja schon noch über die 5%-Hürde kommen. Ne? In Sachsen sieht es gerade ziemlich schlimm aus für die SPD und die FDP. Die FDP liegt dort bei 1%, die SPD bei 3%, muss man sich mal vorstellen. Ne? Also ich glaube, das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass eine Regierungspartei unter die 5% kommt. Also das ist schon, ja, schon harter Tobak für diese Parteien. Ja, die Grünen kommen wohl da knapp rein und die CDU liegt dort bei 23% im Moment, die AfD bei 32%. Ja, wie ist das zu erklären? Es ist einfach so zu erklären, dass diese Regierung, die vorher auch, aber diese Regierung sehr, sehr, sehr viel Politik macht, aber die richtet sich ausschließlich gegen die Deutschen, gegen das deutsche Volk. Man hat Geld für die ganze Welt. Selbst die Bauern in Indien werden unterstützt mit ein paar hundert Millionen. Und ja, es ist einfach unfassbar. Man steht dort und schaut sich das an und kann eigentlich nur noch staunen. Staunen, dass so etwas möglich ist. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite halt die AfD, die halt massiv bekämpft wird. Wir haben jetzt gerade diese Geschichte mit dem angeblichen Geheimtreffen, was ja auch gar kein Geheimtreffen gewesen sein kann, weil dieses Treffen wurde ja im Vorfeld von Korrektiv mit Kameras ausgestattet und ja, Stasi 2.0. Und allein das ist schon wieder so eine Geschichte, wo sich das System zeigt von seiner bösen Seite. Denn es ist nicht verboten, sich in Deutschland zu treffen. Und da wurde auch nicht besprochen, dass irgendwelche Leute deportiert werden sollen. Ich kenne die beiden CDU-Mitglieder, die da waren. Beziehungsweise es ist eigentlich nur ein CDU-Mitglied, weil die andere schon lange vorher ausgetreten ist. Und ja, es ist einfach nur noch peinlich, wie das System der Altparteien versucht, ihre Macht zu erhalten. Du nennst es das Wort Altparteien. Das finde ich spannend. Und du hast es auch ge gesagt, ne? Diese Wahlergebnisse, wenn heute wieder gewählt werden würde, die sind eigentlich erschreckend für die
etablierten oder Altparteien. Jetzt gibt es natürlich neue Interessenten oder neue Gruppierungen, die da natürlich was bewegen wollen. Einmal ist es natürlich auch die Werteunion, du hast jetzt von der AfD gesprochen, die Werteunion, die ja aber, und bitte korrigier mich, noch keine Partei ist. Ist das richtig? Unser Bargeldreport zeigt Ihnen auf, wie Sie sich davor schützen können, dass andere darüber entscheiden, wie und in welchem Umfang Sie Bargeld für sich privat nutzen. Wenn das für Sie interessant ist, dann gehen Sie jetzt unterhalb dieses Beitrags und laden sich unseren kostenlosen Bargeldreport herunter. Das ist richtig. Die Werteunion ist ein eingetragener Verein. Mhm. Die meisten Mitglieder dort sind ehemalige oder noch CDU-Mitglieder. Mhm. Das ist also der konservative Flügel der CDU. Auch dort wird jetzt versucht, die Werteunion als rechts zu framen, wobei die Menschen, die dort sind, und ich kenne ja sehr, sehr viele von der Werteunion, auch Herrn Dr. Maaßen sehr gut, das ist einfach eine Unverschämtheit. Mhm. Eine Unverschämtheit, diese Menschen als Nazis oder als rechtsradikal zu bezeichnen. Es müsste tatsächlich so sein, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleitet, wenn gegen die Leute, die diese Vorwürfe machen, weil sie damit das Dritte Reich und die Nazis verharmlosen. Okay. Ja, das ist ja ein Straftatbestand, das Dritte Reich zu verharmlosen. Mhm. So, und dann müssten eigentlich Ermittlungen stattfinden. Und wenn ich an die Corona-Demos denke, wo ich viel gefilmt habe, da war es genauso. Da sind also Menschen zur Demonstration gegangen und die einfach nur gefordert haben, dass es eine freie Impfentscheidung gibt. Mhm. Sie haben nicht gesagt, es soll sich keiner impfen lassen. Sie haben nur gesagt, ich möchte gerne selber für mich entscheiden, ob ich das tue oder nicht. Mhm. Ob ich diesen medizinischen Eingriff über mich ergehen lasse oder nicht. Und dann musst du dir vorstellen, am Straßenrand standen dann da jedes Mal bei jeder Demo, ich war oft in Frankfurt, standen da 15, 20 schwarze Antifa-Leute, die dann Nazis rausgerufen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Es ist eine Unverschämtheit und die Polizei steht daneben. Ja. Hm. Also unglaublich. Es ist unglaublich, was gerade passiert. Ja. Also inhaltlich einfach falsch, was da läuft. Ne? Weil es hat natürlich. Was hat das denn damit zu tun, wenn ich sage, nee, ich möchte diese Maßnahme, möchte ich nicht für mich. Ich habe mich da entschieden, ich möchte mich nicht dagegen impfen lassen. Dann zu sagen, du bist ein Nazi, das ist ja verrückt. Mhm. Aber es geht ja nur noch so. Ja? Es geht ja nur noch rechts, rechts, Nazi, Nazi, rechts, Nazi, rechts. Mhm. Ja, wenn du nicht der Meinung des Mainstreams bist, bist du rechtsradikal. Mhm. Das, ja, es ist nur Unverschämtheit. Da bist du recht schnell in diesem Lager, lass es mich so mal abrunden. Ich möchte mit dir, Helmut, trotzdem mal den Schwenk auf die internationale Politik ein bisschen richten, weil die natürlich auch großen Einfluss meiner Meinung nach auf die deutschen Systeme, wenn du so möchtest, Parteien Einfluss hat. Und du weißt es wahrscheinlich besser als ich, aber als dieser Russland-Ukraine-Krieg losging, da war in den Medien die Headline, sollen wir Deutschen jetzt 5000 Helme in die Ukraine senden? Heute wird das gar nicht mehr gefragt. Heute geht es darum, 5000 Schuss Panzer zu senden, Panzer an sich zu senden, Haubitzen. Also bitte, ich bin kein Militärexperte, aber die Dimensionen sind ganz andere. So, das ist uns aus meiner Sicht entglitten. Jetzt ist Folgendes passiert natürlich. Gaza, der Nahe Osten, völlige Unruhen. Unruhen ist viel zu klein, das Wort. Und jetzt entsenden wir hier das erste Kriegsschiff. Ja. Und wenn wir diese Dinge miteinander vielleicht vergleichen, Helme, Haubitzen, Schiff, was kommt als nächstes? Hast du da, weil das macht mir persönlich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst. Ja. Das Ganze ist nur so zu erklären, dass die deutsche Politik nicht nur seit der Ampel, sondern die ganzen Jahrzehnte davor halt fremdgesteuert handelt. Mhm. Ja, das sind also Anweisungen, die von einer anderen Seite kommen. Mhm. Und danach haben die sich zu richten. Und anders kann man es ja nicht erklären. Also wenn man jetzt gerade sieht, dass Deutschland beim WEF-Treffen in Davos zugesagt hat, die Risiken zu übernehmen, die Investoren in der Ukraine erleiden könnten. Also ein Investor, der in der Ukraine meinetwegen irgendwo eine Fabrik aufbaut,
die dann zerstört wird, dann haftet Deutschland dafür und hat das zugesagt. Ja, wie ist das zu erklären? Es ist wahrscheinlich auch zu erklären, unter anderem, dass, dass Deutschland meint oder diese Politik, diese Politiker, die gerade an der Macht sind, dass das irgendwas mit einem Schuldkomplex zu tun hat, dass sie so geistig verwirrt sind, zu glauben, sie könnten die ganze Welt retten und müssten aus irgendeinem Schuldgeständnis, was in deren Köpfen ist, ja, quasi die ganze Welt heilen. Mhm. Ja, es ist ja unfassbar, was Annalena Baerbock auch macht, die in andere Länder reist und diese Leute da belehrt, wie sie zu leben haben, wie sie, was sie für den Klimaschutz tun müssen. Es ist einfach nur eine Farce. Mhm. Ja. Du sagst jetzt gerade, die ganze Welt heilen. Wir kommen vom Krieg jetzt eigentlich schon fast in eine andere Sache. Aber da will ich den Faden von dir aufnehmen, weil ich das selbst auch als wahnsinnig empfinde. Nämlich, wir haben uns dazu ja ganz bewusst entschlossen, gewisse Energien nicht mehr zu nutzen. Da ging es mit Kernenergie los. Und dann ging es ja weiter auch mit fossilen Brennstoffen aus Russland. Das haben wir uns auch ganz bewusst dagegen entschieden. Hatten aber keine Idee, dieses Defizit aufzufüllen. Ja, doch, mit Windrädern und mit Sonne. Ja, bloß, Helmut, sei mir nicht böse. Ja. Geh mal zu Bayer, geh mal zu BASF. Nee. Da, wenn du versuchst, jetzt im Winter 2024, wo wir jetzt gerade sind, das mit Sonnen- oder Windenergie aufzufangen, das langt nicht mal für die Mittagspause. Ja, natürlich, es ist ja kompletter. Es ist ja dieser Irrsinn, es ist ja dieser komplette Irrsinn, dass man glaubt oder dass diese Menschen glauben, dass wenn wir hier irgendwas an CO2 einsparen, das ist so minimal im weltweiten Vergleich. Und dann ist natürlich immer noch die Frage zu klären, wenn man darüber redet, übernimmt man das ja quasi schon, die Frage zu klären, CO2 tatsächlich schädlich ist. Ja, da steht ja, es gibt so viele Wissenschaftler, die sagen, das ist alles kompletter Humbug, so, aber die werden nirgendwo abgedruckt. Ja, so, und die einzigen, und wenn man dann sagt, wenn man hört, ja, 99% der Wissenschaft ist sich einig, und ja, das sind alles die Wissenschaftler, die abgedruckt werden. Ja, die abgedruckt werden und die halt zum IPCC gehören. Ja. Und die halt Geld dafür bekommen. Mhm. Ja. So, das ist ja heutzutage so, wenn du als Wissenschaftler halt irgendetwas untersuchen möchtest, Geld gibt es immer gut, wenn du das im Zuge des Klimawandels machst. Ne? Also wenn du Hamster untersuchst, ja, kriegst du wahrscheinlich kein Geld, das Paarungsverhalten des deutschen Edelhamsters. Ja? Wenn du das aber nennst, die Studie, das Paarungsverhalten unter Einfluss des Klimawandels beim deutschen Edelhamster, dann fließt Geld. Aha, ja. Wahnsinn. Lass uns da mal noch weiterschauen, weil das mit der Klimapolitik, da glaube ich, könnten wir ganze Videoreihen an sich füllen. Das ist also für mich eine Farce, das ist infam. Schau mal, ich bin ja jetzt heute hier nach Köln gekommen. Bin über eine geschlossene Schneedecke 90 Kilometer Autobahn gefahren oder fast 90 Kilometer. Vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, ja, Winter, Schnee in Deutschland wird es nicht mehr geben in 5 Jahren. Ja, es ist so. Ja, es ist, ja. Und es bestreitet ja auch niemand den Klimawandel. Es ist halt nur so, die Erde, das Klima auf der Erde hat sich schon immer gewandelt. Schon immer. Ganz normal. Von Beginn an. Ja, wir hatten vor ein paar hundert Jahren hier noch eine kleine Eiszeit. Also was ist das verrückt daran? Ja. Und diese ständige Angstmacherei, das ist so fürchterlich geworden. Egal was es ist. Ich kann dir in meinem Leben, ich bin jetzt 55 Jahre alt, ich glaube, ich bräuchte eine halbe Stunde mindestens, um diese ganze Hysterien aufzuzählen, die ich schon in meinem Leben erlebt habe. Ja, du wirst das gar nicht mehr wissen, zum Beispiel mit dem Rinderwahn. Doch, das weiß ich. Weißt du noch? Okay. Ja, oder auch damals das Waldsterben. Oh mein Gott. Da haben die erzählt, wirklich in 10 Jahren gibt es in Deutschland keinen Wald mehr.
Ja. Und es ist schon 15 Jahre her wahrscheinlich. Es ist genau das Umgekehrte passiert. Mhm. Ja, es gibt jetzt in ganz Europa mehr Wald als früher, als vor 20 Jahren noch. Mhm. Ja. Ja, es wird halt viel, viel Angst gemacht und mit Angst lässt sich halt gut Geld verdienen. Mhm. Das ist einfach so. Lassen sich Massen bewegen und daraus folgen dann das Geld. Letztendlich bin ich völlig bei dir. Denn das bringt mich zum nächsten Thema. Massen bewegen, Massen lenken. Wir haben ja viel nach China geblickt in der Zeit von Covid. Da ist es ja letztendlich womöglich hergekommen, das weiß auch keiner so richtig. Aber da waren schon die ersten Herde und von da aus ging es weiter. Ich glaube, das ist, steht schon ziemlich stark fest. Da gibt es aber jetzt auch große andere Einflüsse, die insbesondere die Zahlungsmodalitäten betreffen. Also da ist es zum Beispiel so, dass du bewertet wirst, dein Verhalten wird bewertet und das wird sichergestellt durch Zahlungsströme zum Beispiel, das wird durch Punktvergabe und all das und das entscheidet dann darüber, ob du gewisse soziale Rechte erlangen kannst, ob du heiraten darfst und andere Dinge. Also ich gehe jetzt da schon sehr, sehr weit. Was kontrolliert wird durch digitale Währungen, das ist dort, wird nicht mehr hinter vorgehaltener Hand mehr besprochen, sondern ist dort schon angekommen. Und heute wundern sich viele in Europa, aber auch in Amerika und anderen Orten, ist sowas eigentlich in Deutschland möglich und könnte das Bargeld dann auch darauf folgend abgeschafft werden? Wie ist da deine Meinung dazu? Also natürlich sind die Bestrebungen da, die gibt es ja schon lange, das Bargeld immer mehr zu reduzieren. Mhm. Es wird in Deutschland, denke ich, schwierig werden. Die Deutschen sind da schon dem Bargeld sehr, sehr verbunden. Ich beobachte das immer, wenn ich an der Supermarktkasse in der Reihe stehe, gucke ich immer, wie viele Leute Bar zahlen, wie viel Karte. Und meiner Meinung nach ist so 50-50. Mhm. Dürfte so sein. Wahrscheinlich werden höhere Beträge halt sehr viel mehr mit Karte bezahlt als niedrige Beträge. Ja, natürlich sind die Bestrebungen da. Es ist doch nur so, es gibt gerade die Bauernproteste. Und das heißt, es gibt immer ein Pro und Contra, ein Gegeneinander. Also wenn es jetzt passieren würde, dass sie tatsächlich das Bargeld abschaffen und eine digitale Zentralbankwährung einführen, die halt die Menschen komplett kontrollieren soll, dann werden die Menschen so kreativ sein, einen Weg zu finden, um das zu umgehen. Mhm. Ja? Mhm. Sei es, ob es regionale Währungen sind, gab es mal auch in der Zeit 2004 bis 2010, gab es da viele Regiogelder in Deutschland. Und irgendwas werden die Leute sich einfallen lassen. Mhm. Ja? So, und wenn es zu viel wird, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Mächtigen, die wirklich das Zepter auf dieser Welt in der Hand haben, machen maximal 1% der Bevölkerung aus. Das heißt, wir sind doch viel mehr. So, und irgendwann, wenn irgendein Punkt überschritten ist, und ich denke, an dem Punkt sind wir jetzt in Deutschland, dann ist Feierabend. Dann ist einfach Feierabend, weil wir, das Volk, die Bürger, sind die Mächtigen. Ja? Also es müsste doch nur so sein, es müsste jeder sagen, passt auf, Leute, deckt euch für 3 Tage ein und keiner geht mehr arbeiten. Es ist Feierabend. Dann wäre Schicht im Schacht, das ist richtig, ja. Ja? Wahrscheinlich so. Am zweiten Tag. Ja, natürlich. Ja, also das darf man nicht vergessen. Und es ist halt so, dass diese Menschen, ich habe gestern auch Ricarda Lang wieder gesehen, weil Markus Lanz es war. Also es ist unglaublich, dass wir von solchen Leuten regiert werden. Es ist so unfassbar. Ja, und was soll ich sagen? Die Leute gucken sich das an. Es gibt da dieses Sprichwort, wecke niemals einen schlafenden Bären oder einen schlafenden Deutschen. Das habe ich noch gar nicht gehört, okay. Ja, also ich glaube, das Sprichwort ist russisch. Okay. Ja, ja und irgendwann ist dann Feierabend. Ne? Mhm. Ja. Unser Bargeldreport zeigt Ihnen auf, wie Sie sich davor schützen können, dass andere darüber entscheiden, wie und in welchem Umfang Sie Bargeld für sich privat nutzen. Wenn das für Sie interessant ist, dann gehen Sie jetzt unterhalb dieses Beitrags und laden sich unseren kostenlosen Bargeldreport herunter.
Feierabend, das ist ein ganz großer Punkt. Also jetzt hören die Leute dir natürlich dazu und du hast da, glaube ich, viele Punkte angesprochen. Ja? Aber für wie realistisch hältst du das jetzt, dass da wirklich Menschen noch mehr aufstehen? Ne? Wie gesagt, Landwirte stehen für uns auf, da bin ich wirklich dankbar. Aber so, das ist ja nun ein Teil der Bevölkerung, ein kleiner Teil, wenn man ehrlich ist. Es müsste eigentlich mehr passieren. Glaubst du, sowas passiert? Das kommt immer mehr. Also ich erlebe es nicht nur in meinem beruflichen Bereich, auch im privaten Bereich. Und zwar auch bei Menschen, die gar nicht wissen, dass ich auf YouTube oder so aktiv bin. Ne? So, und wenn ich mit denen rede, die haben alle so dermaßen die Schnauze voll. Das fängt doch schon an bei den Strom- und Gaspreisen. Du, der hat mir ein junger Mann erzählt, der arbeitet als Pizzabäcker, ist angestellt, bekommt 2,5 brutto. Ja. So, und der hatte vorher Abschläge insgesamt bei Strom und Gas von rund 150 Euro. So, und dann kriegt er seinen Bescheid, dass er jetzt 600 Euro bezahlen soll. Das kann der nicht. Ja, so, und so wird es vielen, vielen Leuten gehen. Und das fängt jetzt gerade an, dass sie das immer mehr merken. Ja. So, und diese feuchten Träume dieser Politiker, die meinen, sie könnten die Menschen in diese Smart Cities, diese 15-Minuten-Städte stecken. Ja, ist nicht möglich. Ja, die haben diese feuchten Träume, aber es ist ja gerade der Aufwachprozess da. Und noch ein Beispiel, ein junger Mann, das war gestern erst, den kenne ich auch schon sehr lange. Und der kam auf mich zu und sagte, du, ich habe deine Videos gesehen, das ist ja toll und so. Und ich habe mich da mal informiert, das ist ja der Hammer. Das ist ja der, und dann sprach der, ich will jetzt nicht über Covid reden und ich will auch nicht über andere Dinge reden, um deinen Kanal nicht zu gefährden. Aber der war ganz aufgeregt. Und das geht unglaublich vielen Menschen so. Viele, viele Menschen, die früher einfach so ganz normal gelebt haben, denen es auch ja gut ging irgendwo, ne? Die halt ihren Job haben, konnten ein, zwei Mal im Jahr in Urlaub fahren und alles gut, ne? Und die merken jetzt, dass das Geld immer weniger wird. Ja, also am Ende des Geldes ist noch viel Monat übrig. Ja, und das ist halt der Punkt. Und wahrscheinlich muss es aber auch so sein. Es muss so passieren, damit die Leute tatsächlich aufwachen und gründlich aufwachen. Weil es läuft ja nicht erst seit 2, 3 Jahren in Deutschland was schief, sondern es läuft eigentlich schon immer was schief. Ja, es ist immer schon so gewesen, dass eine kleine Zahl an Mächtigen die Menschheit unterdrückt hat. Uns könnte es so, so gut gehen, dass wir tatsächlich nur 2 Tage in der Woche arbeiten müssten, um super zu leben, weil wir so produktiv geworden sind. Ja? So, und schau dir allein einen Bauer an. Ja? Früher die Bauern, die haben vielleicht 10, 20 Familien ernährt und jetzt ernähren die hunderte Familien. Ja, bei gleicher Größe des Betriebes. Ja. So, und ich sehe die Zukunft absolut positiv. Ja, und wir sind jetzt gerade in so einem Nadelöhr drin, da müssen wir durch. Und das wird vielleicht auch noch dauern. Ja, aber ich denke, am Ende des Tages, da wird es richtig gut werden. Also ich sehe sehr, sehr positiv in die Zukunft. Ich auch. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Nadelöhr, das du jetzt beschrieben hast, ja, wo wir nochmal durch müssen. Ach, weißt du, Angst. So, mein Vater ist 2003 gestorben, mit 84 Jahren. Mein Vater ist 1918 geboren. Und kannst du dir vorstellen, was mein Vater durchmachen musste in seinem Leben? Da ist das, was wir bis jetzt in unserem Leben, auch ich, ich bin ja, wie alt bist du? 36. Siehst du, ich bin 55, schon ein bisschen älter als du. Aber das, was ich in meinem Leben durchgemacht habe, das ist doch lächerlich. Zu dem allein, was mein Vater mir erzählt hat. Vom Krieg, er war im Krieg, er war in Sibirien in Gefangenschaft. Das Schlimmste, was ich in Erinnerung habe, das hat er erzählt, da war ich vielleicht 12, 14 Jahre alt. Das hat mich richtig mitgenommen damals, hätte er mir auch nicht erzählen sollen. Wie sie im Schützengraben lagen und haben einem Kameraden den erfrorenen Fuß abgeschnitten, ohne Betäubung. So, und das sind ja Sachen, so, da haben wir bis jetzt noch wirklich
noch gar nichts in dem Sinne erlebt. Ne? Also da denke ich, braucht man vor dem Nadelöhr, was uns erwartet, keine große Angst haben. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es einen großen Krieg geben wird. Ja, das glaube ich auch nicht, weil ich glaube, es ist einfach so ein Aufwachprozess, der gerade stattfindet und stattfinden muss und der am Ende etwas Gutes hervorbringt. Mhm. Spannend ist es ja, das sagt so ähnlich auch Dr. Markus Krall, der sagt jetzt eben, im besten Fall jetzt keine Neuwahlen, obwohl das, was jetzt gerade passiert, nicht gut ist, sondern einfach die zu Ende regieren lassen und dann was anderes zu machen. Genau. Das wären aber dann auch noch mal eine längere Zeit, um ehrlich zu sein, Herr Nord, oder? Ja, wo du Markus Krall auch gerade angesprochen hast, ich bin auch schon ewig ein Verfechter, dass dieses Parteiensystem abgeschafft wird. Mhm. Ja, meiner Meinung nach ist es völlig unnötig. Es fördert die Korruption. Und es sollte in jedem Wahlkreis jemand gewählt werden, der in den Bundestag einzieht, direkt gewählt werden, der keiner Partei in irgendeiner Weise verpflichtet ist, vielleicht gar keiner Partei angehören darf. Mhm. Ja, und der nach seinem Gewissen und im Sinne seines Wahlkreises im Bundestag abstimmt. Mhm. So, und wenn er eklatante Dinge macht, die können natürlich, Bestechungen können auch bestochen werden, klar, aber es muss dann recht dann da sein, dass wenn er Positionen, die er vorher vertritt, dann im Endeffekt bei Abstimmung nicht einhält, dass er innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht ein, zwei Wochen, auch wieder abgewählt werden kann. Ja. Na gut, das ist also spannend, weil das verstößt so ziemlich gegen alles, was gerade herrscht. Ja? Also politische Immunität und all diese Dinge würden da sicherlich zu hinterfragen sein. Aber spannende Zukunftsversion, die du da hast, frage mich natürlich nach wie vor, ist das alles umsetzbar? Und vor allen Dingen, und das ist dann auch so ein bisschen so zum Ende des Interviews, wie glaubst du, weil du sagst, du siehst es recht positiv, wie glaubst du, wird sich's verändern? Hinsichtlich jetzt vor allem der Energiepolitik, hinsichtlich der Wirtschaftspolitik, ja, kommen wir wieder zu normalen Nebenkosten, ja, also du hast die Gaspreise, Elektropreise angesprochen, kommen wir wieder zu Wirtschaftswachstum und was muss passieren, damit wir dahin kommen? Gut, da muss einfach das passieren, dass tatsächlich dann eine Partei wie die AfD oder auch die Werteunion, wenn sie denn jetzt am Samstag beschließt, eine Partei werden zu wollen durch die Mitglieder bei der Bundesmitgliederversammlung. Ja, es kann da nur sich etwas ändern, wenn halt dieser politische Wechsel stattfindet und Deutschland vom Kopf wieder auf die Füße gestellt wird. Mhm. So, und ich setze auch große Hoffnungen in die Werteunion-Partei, wenn sie eine wird, denn dass die AfD alleine regieren kann auf Bundesebene ohne Koalitionspartner, halte ich für ausgeschlossen. Ich sehe es auch nicht so, was ja viele AfD-Anhänger ja behaupten, dass die Werteunion-Partei gegründet wird, um der AfD Stimmen zu klauen. Ich glaube, jemand, der schon bei der AfD ist und die AfD wählt, den jetzt zur Werteunion rüberzuziehen, ich glaube, das ist nur ein kleiner Bruchteil. Ich glaube aber, dass die Werteunion sehr viele Stimmen bekommen kann von Seiten der alten CDU und FDP, vor allem FDP-Wähler, weil da sind ja so viele auch in der Partei absolut unglücklich mit der Politik. Viele machen da weiter, weil sie halt ihr Geld in der Politik verdienen. Aber wenn die jetzt eine Partei sehen, links von der AfD und eine bürgerliche Partei, die Ziele vertritt, die Herr Dr. Maaßen auch vertritt und Herr Dr. Krall, ja, dann denke ich, dass diese Werteunion-Partei auch einen großen Zulauf bekommen kann. Ich bin gespannt, was passiert. Es kann natürlich auch ein Rohrkrepierer werden, so dass sie bei den Landtagswahlen jetzt im Herbst nicht über die 5% kommt. Das will ich nicht ausschließen. Ne? Es ist spannend. Ja.
gehört sicherlich dann auch nochmal ein gewisses Stück monetäre Anstrengung dazu, ne? So ein Parteiensystem aufzubauen. Das bedarf Geld. Gut, natürlich. Also das wird mehrere Millionen kosten. Allerdings ist es auch so, die Werteunion hat ja den Riesenvorteil, dass sie als Verein schon Strukturen hat. Ja, es gibt ja die Landesverbände, ja, es ist ja alles schon irgendwo nicht wie, ganz genau wie eine Partei organisiert, aber es ist schon, die Strukturen sind da und die Leute sind da. Ja. Wirst du, Helmut, dann auf deinen Kanälen dann davon auch berichten? Also vielleicht, das könnte man dann auch unterhalb dieses Beitrags dann nochmal verlinken, wie man dich erreichen kann und die Inhalte. Was kann man da von dir noch erwarten in der nächsten Zukunft? Ja, das Spannendste ist jetzt am Samstag in Erfurt. Da findet die Bundesmitgliederversammlung statt und da wird dann durch die Mitglieder abgestimmt, ob die Werteunion zu einer Partei wird. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das mit einer sehr, sehr großen Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit ist sowieso nötig, aber ich glaube, das wird im Bereich von 90 bis 99% liegen, weil ich kenne ja die Stimmung bei den Mitgliedern. Mhm. Gut, aber sicher ist nichts im Leben. Ich werde am Samstag, sobald die Entscheidung gefallen ist, auf dem Werteunion-Kanal direkt vom Veranstaltungsort berichten, wie es ausgegangen ist. Ich denke, das wird irgendwann gegen nach dem Mittag sein, 15, 16 Uhr, aber ich weiß es noch nicht genau. Ne? Und werde dann auch dann direkt danach ein Interview mit Dr. Maaßen führen. Jawohl, also das sind wir natürlich gespannt, weil wir das sicherlich auch mitverfolgen. Lieber Helmut, erstmal danke für dieses tolle Interview, danke für deine Zeit. Ich würde sagen, das letzte Wort an die Zuschauerinnen und Zuschauer kommt von dir. Ja, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen auch fürs Zusehen. Ja, bleiben Sie entspannt. Natürlich, man regt sich viel, viel auf über die ganze Situation in Deutschland. Aber behalten Sie Ihre Zuversicht. Ich sehe das Ganze positiv, was gerade passiert. Man stelle sich mal vor, es wäre nicht so gekommen und es würde sich weiter die ganzen Jahre lang, Jahrzehnte hinschleppen. Und ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt, wo sich vieles, vieles, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt drehen wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zusehen. Vielen lieben Dank. Ciao. Ciao. Unser Bargeldreport zeigt Ihnen auf, wie Sie sich davor schützen können, dass andere darüber entscheiden, wie und in welchem Umfang Sie Bargeld für sich privat nutzen. Wenn das für Sie interessant ist, dann gehen Sie jetzt unterhalb dieses Beitrags und laden sich unseren kostenlosen Bargeldreport herunter.